Grüß euch, ich bin der Johannes Horvatschloger, das Randig. Und alle sagen es, schön leid, Johannes zu mir. Also, sein tue ich aus St. Igit, Neuwald. Das ist Obermaria zu. Und ich war jahrelang Betriebshelfer unterwegs und auch in Randig am Einsatz. Und dann bin ich einmal da hängen geblieben, haben sie mich beschlagnahmt. Ja, mein Vorgänger hat keine Kinder gehabt und hat wen braucht. Also hat mich damals adoptiert, 2016. Und dann hat er mir einen Hof übergeben. Also ich habe 11 Milchkühe, Finzgau-Kühe. Und die werden halt Mulcher und mache ich halt einen Butter und einen Tupfer draus. Und es war ein Brotbacher. Und so alles ein wenig verkaufen, was der Hof hergibt. Das Obst ist auch und ja, das Fleisch. So haben wir eigentlich auch alles selber. Ich bin nur am Hof, also ich kann nicht fort arbeiten. Momentan ist es halt schon hart, weil nichts am Preis hat. Einheitswerte sind aufgehört und ja, Holz kostet nichts, Käfer haben wir trotzdem so viel und ja, zurzeit ist es halt nicht so einfach. Und wenn es halt auswandern bleibt, das ist halt schlimm und weil halt nichts dagegen da wird. Es spielen viele Geschäfte zu, Lagerhäuser spielen zu, Bäckereien, Fleischhockereien. Und das ist auch nicht wunderlich, weil es ja schwer gemacht wird. Und das ist halt sehr schade. Das ist eigentlich ein ganzer Lebensraum, der eigentlich verschwindet. Und das ist, ja, das hat auch viele Nachteile, wo man erst später aufdenkt. Ich fühle mich einfach nicht wohl in der Stadt. Also ich bin wie ein Süßwasserfisch ins Salzwasser, das kann ich nicht. Und das, ich konnte auch nicht in Ort leben. Also ich brauche halt schon meine Wiesen und Berg und auch die Viecher und dass ich halt ein wenig tun kann, was ich will. Das ist mir sehr wichtig. Ja, man sollte selber treu bleiben. Auch wenn es oft nicht einfach ist und dass man hier und da ein wenig verzweifelt, aber man sollte letztendlich selber treu bleiben und so wie eigentlich immer da.